dass ich so viel Vertrauen in mir hatte, dass ich wirklich, wirklich, wirklich wusste, nicht dachte, wusste, dass ich alles machen kann im Leben, was ich will. Und das, ja, das wünsche ich mir für meine Kinder, dass die das einfach aus dem tiefsten Herzen wissen, dass es, dass sie ihrem Glück folgen sollen. Also, dass sie, wenn Glück eine Währung wäre, was würdest du dann arbeiten? Herzlich willkommen zurück beim Lernen der Zukunft Experten-Talk. Mein Gast heute ist Susan Sideropoulos, vielen bekannt wahrscheinlich noch als GZSZ-Star, dann als Let's Dance-Gewinnerin, was ja unglaublich auch ist, muss man dazu sagen. Ja, also die Sportlerin vor dem Herrn, ja. Und sie hat ja einen kleinen Engel an ihrer Seite, der Jakob, weil wenn man nämlich das Buch von der Susan sich durchliest, das rosarote Glück, da hat er immer wieder, also manche, wie Lars Ament beispielsweise, die zitieren ja dann Buddha oder irgendwelche großen Mutter Teresa und alle irgendwelche großen Denker, also der Gandhi, ja genau. Und Susan, nein, brauche ich nicht, ich habe ja einen Ehemann. Ja. So geil. Und dann kommt immer, Jakob sagt immer, und dann kommt immer ganz, wirklich ein tief schürfendes Zitat, in dem wir drinnen sind. Ja. Ja. Spricht der tatsächlich solche Worte im Alltag oder war das nur ein Spielchen für dein Buch? Nee, der spricht wirklich solche Sachen im Alltag. Es ist, und zwar schon, seit ich ihn kenne. Also Jakob ist wirklich als 80-Jähriger geboren, das habe ich auch im Buch geschrieben, und lebt irgendwie sein Leben rückwärts, keine Ahnung. Benjamin Button war das oder so, gell? Benjamin Button, genau. Also, weil tatsächlich hat er, ich habe noch eine ganze Box mit Briefen, die wir uns geschrieben haben und so. Und er hat mit 16 schon so erwachsen sich formuliert und ja, war immer schon bekannt im Freundeskreis für so, mal gucken, was der Jakob dazu sagt und so. Und der konnte immer gut die Dinge so greifen und auf den Punkt bringen. Wirklich praktische Geschichten an die Hand gibst. Was wäre so das, wenn du sagst, wir sitzen jetzt daheim, wie schaffe ich das jetzt? Ich habe gerade eine Situation, die ist richtig herausfordernd. Wie schaffe ich jetzt? Ja, wie schaffe ich das? Genau. Ja, also mein erster Tipp ist auf jeden Fall, die Situation kommt in dein Leben und das Erste ist das Wichtigste, sie anzunehmen. Also wahrzunehmen und anzunehmen. In dem Moment, wo ich sie schon annehme und sage, okay, Situation XY ist jetzt passiert, ich habe es verstanden, ich nehme es an, ich gehe raus aus dem Widerstand. Das ist schon mal erste Regel, weil Widerstand heißt, es kannst du machen, was du willst, das wird sich ziehen bis in alle Ewigkeit, weil solange du im Widerstand bist und dir in deinem Kopf sagst, es hätte so nicht sein dürfen, ich will das so nicht, kannst du nicht in den nächsten Step kommen. Ja? Das ist einfach, du bist so beschäftigt, die Situation festzuhalten, dass du, die Hände sind immer voll, geht nicht, kannst nicht das nächste anpacken. Zweite, angenommen, die Situation ist, die rosarote Brille aufzusetzen. Und das meine ich so, wie ich sage, kannst auch eine echte rosarote oder Sonnenbrille aufsetzen. Aber du setzt sie auf und was macht diese rosarote Brille? Es ist überhaupt nicht träumerisch, naiv, irgendwas. Es ist total bodenständig und eigentlich das Schlauste, was du machen kannst. Ja? Also soll man sich nicht das Gegenteil sagen lassen. Weil die rosarote Brille bedeutet eigentlich nur, du setzt sie auf und du richtest den Fokus auf Möglichkeiten. Du gehst weg von allem, was nicht geht, gerade hin zu allem, was geht. Und wenn nur eine Sache geht, dann geht nur eine Sache. Und wenn du diese Sache machst, wird sich die nächste Tür öffnen und die nächste. Weil Jakob sagt immer, wenn das Problem da ist, wird auch die Lösung da sein. Mein Lieblingssatz von Jakob tatsächlich, weil wir sind so in dem Mechanismus drin, 8 Millionen Lösungen zu finden für ein Problem. Und es ist nur in unserem Kopf, weil alles wird nicht eintreffen. Und es ist die totale Energieverschwendung. Das heißt, ein Problem lösen und sich das nächste angucken und das nächste angucken. Und es ist wirklich ein Step-by-Step-System. Und mit dieser Brille ist es so viel leichter, weil der Blick wird auf einmal so klar. Ja? Es ist so vollkommen erleichternd, sich Möglichkeiten anzugucken. Man denkt sich so, geil. Und das öffnet jede weitere Tür.
Wie lebt ihr das, also die spirituelle Ader? Also habt ihr da, meditiert ihr miteinander oder macht ihr Jakobsweg, Reisen oder was? Das werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal machen. Das ist auf jeden Fall auf unserer Liste. Das wollen wir machen. Naja, bei ihm sieht das eigentlich gar nicht so jetzt aus, wie sich das Leute vorstellen, dass wir jetzt hier jeden Tag zusammen eine Stunde sitzen und meditieren oder sowas. Nee, es ist eigentlich eher so, dass Jakob wirklich eine gute Connection hat, irgendwohin, man weiß nicht wohin, aber irgendwohin. Und das trainiert er für sich, das immer mehr und klarer auch zu hören und zu registrieren. Und er hat da schon ein ganz gutes so Bauchgefühl, nenne ich es jetzt mal. Aber er hatte einfach auch so seine Themen, die noch nicht durchgearbeitet sind, einfach, ne? Die ihn blockieren, die er sich gerade auch anguckt. Und er hat auch einen spirituellen Lehrer, mit dem er arbeitet. Das ist einer seiner besten Freunde, Anzi Attila. Und der lebt auch in Österreich, in Wien. Okay. Und, ja, ist aber ein Berliner. Und der befasst sich schon, okay, das ist schon ein bisschen weiter, es geht ganz alles um Erwachen und also schon nochmal eine andere Hausnummer, aber das muss es auch gar nicht sein. Und der macht auch Online-Kurse und so weiter, aber mit Ach, Jakob den muss ich mal anschauen, ich kenne den Namen, mir kommt der bekannt vor irgendwie, aber das kann jetzt auch nur Ansi Antila. Ja, guck ihn dir mal an. Also ja. Wirklich, der hat auch schon ein paar Bücher geschrieben und ist ein ganz interessanter Typ, der, ich sag mal, er war der, der in meinem Buch uns das Buch jetzt geschenkt hat, vor 11 Jahren. Und ohne es vorher gelesen zu haben. Im Übrigen, Vorwort bei jetzt, Vera Birkenmiel. Das Vorwort im Buch. Ja, ja, ich muss mal schauen, vorne, ganz vorne, die ersten 3 Seiten oder so, Vera Birkenmiel. Ja. Oh, das muss ich schauen. Ja, und da hat sich ja bei uns sehr viel verändert und bei ihm hat sich das überhaupt sein ganzes Leben verändert. Danach war bei ihm nichts mehr wie vorher. Der hat das Buch gelesen und hat seinen Beruf an den Nagel gehängt. Wow. Ist heute halt, wie gesagt, spiritueller Lehrer und hat eine sehr gute Verbindung irgendwohin. Spannend. Ja, und so, ja. lebt ihr dann irgendwie... ich weiß ja, du bist ja auch Jüdin, also lebt ihr tatsächlich den Glauben aus oder ist es dann eher Spiritualität im Sinne von so diese buddhistische, was heute so als Esoterik, was auch immer, Spiritualität, was jetzt nicht negativ, sondern sehr positiv gemeint ist, Rituale. Also habt ihr da Rituale, die ihr auch aus dem Jüdischen übernommen habt oder wie ist das Leben da? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir leben traditionell jüdisch zu Hause. Okay. Mein Mann ist jüdisch, ich bin jüdisch. Die Kette, du hast ja auch eine wunderschöne Kette. Die ist ja auch irgendwas. Ist das ja, hebräisch, genau. Das ist, hier steht Edna, das ist der Name von meiner Mama. Auf hebräisch, genau. Ach, wie schön. Und, Ah, oh, lieb. Und ja, also wir leben traditionell jüdisch. So bin ich auch aufgewachsen. Mein Papa ist zwar griechisch-orthodox, aber bei uns zu Hause war alles. Weihnachten, Chanukka, ein Kuddelmuddel. Aber nichtsdestotrotz sind bei mir diese familiären Werte, das ist eigentlich das, was bei mir hängen geblieben ist. Ja? Und auch Tradition. Ich liebe Tradition. Deswegen halt machen wir das alles weiter. Und das bedeutet, dass wir die großen jüdischen Feiertage feiern und halten. Wir gehen in die Synagoge. Meine Kinder gehen auch in eine jüdische Schule. Das heißt, dort bekommen sie natürlich auch einiges so ein bisschen mit. Aber alles so ohne Zwang. Ne? Es ist so schön. Ich liebe das auch alles. Und für mich ist es kein Widerspruch, spirituell zu leben und jüdisch zu sein. Weil, ja, ich glaube an Gott. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob Gott jetzt da oben irgendwie ein Mann mit weißen Haaren ist und so, sondern für mich ist Gott das Universum, Liebe. Also wir sind Gott. Ja, also wir, wenn man sagt, ja, was ist der Sinn des Lebens? Du gibst den Sinn dem Leben. Also das ist für mich irgendwie Gott und Universum und so weiter und so fort. Ja, also diese Verbindung und wir sind alle miteinander verbunden und so weiter. Das ist, glaube ich, aber auch das Jüdische. Oder das ist auch, glaube ich, der Sinn von Religion. Also leider wird Religion natürlich wahnsinnig negativ genutzt. Wie heißt das andere Wort? Also es wird
missbraucht. Ja, es wird eigentlich missbraucht. Ja. Und das ist wahnsinnig schade, weil am Ende des Tages glauben wir alle an den gleichen Gott, wenn man so will. Der heißt, da heißt er so und hier heißt er so und da heißt er anders. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass alle an Liebe und Werte glauben. Und schade ist, dass sich das so im Weg steht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, Religion wäre vom Wortursprung her, Religio wäre die Rückanbindung. Mhm. Also die Reconnection irgendwo, ja. Und die fehlt uns ja heute oft sehr. Wir sind komplett disconnected, ja. Sonst gäbe es sowas wie Depression und all diese Geschichten, die heute en vogue, ja, heute jeder Zweite fast schon erlebt, ja. Nicht so in der Masse, ja, weil einfach diese Anbindung nicht mehr da ist an irgendwas, ja. Wir vereinsamen irgendwo daheim und also die schlimmste Krankheit, die heute mehr und mehr zunimmt, ist tatsächlich die Einsamkeit. Also den Professor Manfred Spitzer vor einiger Zeit zu Gast gehabt und der hat da dazu geforscht und er sagt, das ist die größte Seuche des Jahrhunderts, ja. Also und tödlich, also wirklich einsam sein ist Macht, tötet, ja. Und das ist wow, ja. Und da, wenn du richtig religiös bist und in einer Gruppe bist, die egal was auch immer feiert, ja, man muss ja nicht unbedingt irgendeiner Götzenanhängung, Götzenanbetung machen, das ist ja eine andere Geschichte, sondern einfach. Ich glaube ja, das ist das von den Menschen, Jakob sagt es auch immer, es gibt diese drei Grundbedürfnisse, ne, und eins ist irgendwie Dazugehörigkeit oder sowas, ja. Und ich glaube, das ist das Ding, ne? Also jeder braucht irgendwo, wo er dazugehört. Und deswegen ist Religion natürlich auch eigentlich heilsam, wenn man sie, ne, also normal benutzt und für sich, ja, da seinen Frieden findet. Weil ich meine, die meisten, egal, ob du gläubig bist oder nicht, wenn es dir richtig miserabel geht, ja, dann betest du. Wohin das jetzt geht oder an wen oder was, aber also wirklich in tiefster Not tun das, glaube ich, alle. Ob das alle tun bis aufs Letzte, kann ich nicht so sagen. Nein. Es wird schon welche geben, die tatsächlich extremst wissenschaftsgläubig sind, die halt dann verzweifeln irgendwo und halt dann irgendwo den Glauben vielleicht verlieren. Das bestimmt gibt es auch die. Aber ich glaube sogar, dass viele, die das eigentlich immer ablehnen, in so einer richtigen Notlage vielleicht dann doch machen. Ne? So nach dem Motto, lieber Gott, ich glaube nicht an dich, aber wenn es dich dann doch geben sollte, so, ja. Ja, so. Dann. Genau. Ja. Aber da darf man natürlich auch nicht verwechseln, das finde ich auch ganz wichtig, ja, weil der Glaube an Gott oder an das Universum oder an wen auch immer bedeutet, an dich selber zu glauben, im Umkehrschluss. Und die das nicht tun, also die dann das abgeben, die ganze Verantwortung und sagen, ja, soll er sich doch drum kümmern oder sie, ja. Wenn es einen Gott gäbe, dann würde es dies und das und jenes nicht geben, ja. Aber es ist eben diese Eigenverantwortung, dem man sich dann auch entzieht. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist ja die Herausforderung bei diesen Bestellungen beim Universum-Dingen, ja. Du hast auch Manfred Mohr zitiert in deinem Buch und seine Frau, die Bärbel Mohr, die ist ja bekannt worden mit ihren Bestellungen beim Universum. Und da heißt es ja irgendwie, ich bestelle was und lasse es dann los. Genau. Dann ist meine Verantwortung weg. Meine Verantwortung ist nur die Bestellung. Ich will 233.000 Euro bis nächste Woche auf meinem Konto, mindestens. Ja? Also du weißt, ich sage es absichtlich so übertrieben. Ja? Und dann schicke ich es los und brauche mir im Prinzip nur mehr zurückzulehnen. Und da sehe ich halt dann schon die Herausforderung drin, wie viel dann da noch, weil da ist nichts mehr mit Selbstverantwortung. Ja? Nee, also das ist genau der Trugschluss in der ganzen Geschichte. Law of Attraction nennt sich das dann. Ja, ja, ich habe gelesen, das Universum liefert immer zweimal. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, nur jetzt neu und etwas moderner. Ne? Ich weiß gerade nicht, wer es geschrieben hat, aber hat mir sehr gut gefallen, weil Part of meiner Ausbildung ist eben auch viel dieses Visionsarbeit. Und da kann natürlich, kannst du eine Menge Fehler machen. Und sie schreibt sehr unterhaltsam, sehr lustig eben, was diese Fehler sind, ne? Und warum es bei so vielen eben nicht funktioniert, visionieren. Ja, dass eben nicht, es reicht. Ich habe es ja auch in meinem Buch drin, so ein bisschen ansatzweise. Ja, also ich habe geschrieben, ich wollte heute einen Post eigentlich dazu machen, das mache ich morgen. Ich muss echt mehr Instagram. Für mich ist Instagram so eine Geschichte, das ist so, ich habe das nie gelernt. Ich bin genau gleich alt wie du. Also wir wären eine Generation. Aber ich habe das nicht. Ich habe das nie gelernt. Ich muss echt Instagram lernen. Ich bin aber auch sehr spät erst reingekommen, ganz ehrlich.
Ich gehöre auch nicht zu diesen Ersten da. Aber okay, man kann sich das aneignen. Na, jedenfalls in meinem Buch ist irgendwie der Satz, hier. Wir ziehen ganz klar das in unser Leben, was schon da ist und nicht das, was wir brauchen. Und dann habe ich auch geschrieben, dass ich diesen Satz lange nicht verstanden habe. Weil was soll das bedeuten? Also ich dachte, es geht darum, dass ich sage, ich will aber jetzt das haben. Das ist so ein Knotensatz. Sag noch einmal bitte. Ja. Er heißt, wir ziehen ganz klar das in unser Leben, was schon da ist und nicht das, was wir brauchen. Sprich, weil viele Leute ja sagen, ich visioniere ja. Ich sage immer die ganze Zeit, ich will aber unbedingt den Mann haben. Ich will unbedingt den Mann haben, aber kommt der nicht? So, was ist der Trugschluss? Der Trugschluss ist, ich will diesen Mann haben, heißt, ohne Mann bin ich nicht glücklich, ohne Mann bin ich im Mangel. Ohne Mann habe ich die Energie, die nichts Anziehendes hat. Die ist total bedürftig. Ich bin niemand ohne Mann. Und dieser Mann wird nicht zu mir kommen. Es ist genau die gegenteilige Energiefrequenz. Es ist die, der Mann kommt in den Club, du bist da, ich will diesen Mann und er wird an dir vorbeigehen, weil, ja, es ist einfach so. Es ist ja ganz oft so, dass vergebene Frauen immer sagen, oh, die werden ständig angebaggert, ja, und die anderen nicht. Plötzlich, ja, ja. Ja. Es ist ganz verrückt, weil die Energie eine andere ist. Du gehst in den Club, um Spaß zu haben und nicht um einen Mann kennenzulernen. Es geht wirklich darum, ich bin hier und ich bin Freude, ich bin Spaß, ich bin das pure Leben. Und sie kommen wie die Mücken angeflogen. Und deswegen... Okay, das ist mir jetzt auch noch nicht passiert, dass ich da mit so viele Freundinnen kann ich gar nicht gehabt haben, dass sie wie die Mücken anfliegen. Also das. Nein, aber es ist jetzt ja, so... Die Metapher. Ja. Es passiert schon eher was, auf jeden Fall. Und auch das Schöne ist, auch wenn nichts passiert, hast du einen grandiosen Abend gehabt. Darum geht es ja nur. Du hast einen super Abend gehabt, weil eigentlich ging es ja auch gar nicht darum, dass du jetzt mit jemandem nach Hause gehst. Du wolltest eigentlich nur mit deinen Freunden hier lustig sein und du gehst lustig auch nach Hause. Kommt was, kommt nichts, ja? Und am Ende des Tages ist das der Satz. Also wir ziehen das in unser Leben, was schon da ist. Heißt nichts anderes. Wir sollen visionieren. Ja, ich wünsche mir diesen Mann. Er wird auch kommen, irgendwann, zur richtigen Zeit in mein Leben. Bis dahin vertraue ich darauf, dass er kommt. Ich habe es ja bestellt, es abgeschickt, losgelassen und konzentriere mich und fokussiere mich auf die Dinge, die wirklich in meiner Macht sind und die wirklich mir Freude bereiten, die mir jeden Tag ein gutes Gefühl geben. Und ich freue mich. Eigentlich muss man in so einen Vorfreudenmodus gehen. Ist nicht so einfach, aber so wie, beschreibe ich auch in meinem Buch, wie so die Woche vom Urlaub, ne? Wo so dir immer alles schon egal ist, weil du immer denkst so, ach, ja, nee, mache ich jetzt auch nicht mehr, ist mir jetzt wurscht, nächste Woche bin ich sowieso im Urlaub. So, dieser Modus muss eigentlich in den Alltag mehr kommen, dass man sagt, ach, das wird schon gut sein, ich freue mich einfach darauf. Kraftritual. Was, also wenn du irgendwann, es gibt ja Tage, da ist jetzt vielleicht, ist es jetzt. Ja. Mein Kraftritual könnt ihr bei Instagram, auch du, Andreas, bei Instagram sehen. Und zwar jeden Montag gibt es meinen Monday Dance. Und das ist mein absolutes Lieblingsritual, dass ich morgens, und das mache ich nicht nur montags, aber montags filme ich und lasse euch teilhaben. Ich mache es eigentlich fast jeden Tag. Musik an morgens und tanzen. So, als gäbe es keinen Morgen und als würde niemand zugucken. Also wirklich total durch die Wohnung dancen, sich verausgaben. Es sind so viele positive, ich glaube, Hormone frei wahrscheinlich, dass es einem automatisch besser geht. Und singen. Also ich liebe auch singen, ja. Aber tanzen, ich glaube, kannst du's? Ich kann auch singen. Aber ich würde auch sagen, jeder, der nicht singen kann, bei dem löst es auch was Positives aus. Magst du uns was anstimmen? Was Deutsches oder was Englisches? Was du magst. Was du magst. Okay. Solange es nicht Hebräisch ist, wird er verstehen nichts. Ja? I'm so excited, and I just can't hide it.
I don't want to lose control, but I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know, I want you, I want you. Ich bedanke mich. Ihr habt noch nie so ein geiles Ende gehabt. Ich kann sie da schon anteasern. Es geht tatsächlich darum, was sind denn die Geschichten, die wir also Lernen der Zukunft. So, Schule, also hat nicht wirklich was gebracht. Da haben wir so viel gelernt, aber das meiste davon werden wir nie wieder brauchen. Ich war ja damals da gestanden, Familie tot, ich war krank, ich habe einen Haufen Schulden vererbt gekriegt, es war alles nur mehr, also eigentlich Selbstmord wäre der nächste Weg. Wollte ich nicht. Gesagt, okay, wie geht jetzt noch in so, aus so einer Situation gelingendes Leben? Was muss ich jetzt lernen, damit Leben überhaupt noch glücklich werden kann? Und da ist die Frage, was hätte ich schon in der Schule lernen müssen? Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten sollte man eigentlich schon in der Schule lernen, die wir brauchen für gelingendes Leben? Und da sagt jeder der Gäste, das ist total geil. Also wirklich, da kommen ganz spannende Sachen daher. Der eine sagt, das und das. Immer ganz was anderes. Und das ist immer die letzte Frage. Und die würde ich euch beiden stellen, wenn das passt. Okay. Ja, ich glaube, dass das von dir, oder du kannst ja separat was sagen und er dann, was er meint, mir ist das egal. Mir ist auch egal. Ja, bei dir wird es was anders sein wahrscheinlich, deswegen wäre das auch spannend, ja? Okay. Also was hätte man in der Schule schon lernen müssen fürs Leben? Für gelingendes Leben, womöglich, also damit das Leben wirklich auch gut hinhauen wird, das wäre schon geschickt gewesen, wenn wir das schon früh gelernt hätten, ja? Möglichst früh, ja. Möglichst früh. Kannst du an deine Kinder denken? Was würdest du dir wünschen, was deine Kinder wirklich jetzt schon mitkriegen, damit sie mal ein glückliches Leben haben, wenn es auch dich nochmal nicht mehr gibt? Ja? Das ist eine große Frage. Schon die Absicht. Ja. Große, große Frage. Ich glaube, sie passt ganz gut zu der Einstiegsgeschichte heute mit dem Glücklichsein in der Schule. Also ich würde mir wünschen und den Part übernehmen wieder hoffentlich ganz gut zu Hause, weil der in der Schule natürlich nicht übernommen wird, ist der Part der bedingungslosen Liebe, des Vertrauens in die Kinder. Ich glaube tatsächlich auch, dass ich meine Mutter ja auch so jung verloren habe, aber irgendwie sie das so gut hinbekommen haben muss, mir das bis dahin so gut zu verklickern, dass ich so viel Vertrauen in mir hatte, dass ich wirklich, wirklich, wirklich wusste, nicht dachte, wusste, dass ich alles machen kann im Leben, was ich will. Und das, das wünsche ich mir für meine Kinder, dass die das einfach aus dem tiefsten Herzen wissen, dass es, dass sie ihrem Glück folgen sollen. Also, dass sie, wenn Glück eine Währung wäre, was würdest du dann arbeiten? So, das würde ich mir wünschen. Herzlichen Dank soweit, liebe Susan Sideropoulos. Susan Sideropoulos oder Susan Stetsberg eigentlich? Das war die Frage, die schon, weil, was ist jetzt tatsächlich im Pass? Im Pass ist Stetsberg geborene Sideropoulos. Ja. Beides ist wunderbar angebracht, mit einem Sohn, der Liam heißt, was ein wunderschöner Name ist, mit einem Mann, der Jakob heißt. Mein anderer hat auch einen schönen Namen, mein anderer heißt Joel. Wow, also das ist echt edel, also da habt ihr euch nichts mit langweiligen, ich sage jetzt keine Namen, weil die würden sich beleidigt fühlen, weil wir haben sicher jemanden jetzt vor dem Bildschirm sitzen, der den Namen hätte, den ich jetzt sagen würde. Deswegen. Ich heiße Andreas, das ist auch ganz normal, alles gut. Alles gut. In diesem Sinne, alles Liebe dir. Ich bedanke mich von Herzen für dein Buch auch, also für die Offenheit da drinnen und auch für das wunderschöne Gespräch heute und freue mich auf so viel weiteres von dir. Ich auch, vielen Dank. Und wie immer, die letzten Worte übergebe ich an dich. Du darfst jetzt auch gern sagen, wie es dir gefallen hat, was du mitgeben möchtest, was auch immer dir jetzt am Herzen liegt. Das geht mir am Herzen. Ja, ich bedanke mich auch für das schöne Gespräch. Ich liebe gut vorbereitete Interviews mit Menschen reden, die tatsächlich mein Buch gelesen haben. Das merkt man dann ja auch. Über wirklich wichtige Fragen des Lebens reden und was weitergeben, was rausgeben, inspirieren. Und ich finde es toll, dass wir das zusammen machen können. Und da bin ich immer sehr, sehr dankbar.